ja, Scherzer, mein Scherzeleins. Ja, ich bin die beste Polizeistripperin auf der ganzen Welt. Oh ja. Nachts im Stripclub und tagsüber jagen wir ein paar Böse oder auch mal andersrum. Ist ja auch egal. Ah ja, den habe ich schon mal verhaftet, den Schwarzen. Der hat Drogen verkauft. Der wollte mich vergewaltigen. Der wollte mich auch vergewaltigen. Alle wollten mich schon mal vergewaltigen, aber die wissen auch nicht, dass ich eine Polizistin bin. Ja, wir spielen ein bisschen LSPDFR mit einer sexy Polizistin. Ich habe gedacht, komm, so viele Models gibt es eigentlich nicht für die Polizei. Und die Standard-Models, die fand ich alle langweilig. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht eine Polizei-strippende, eine strippende Polizeinutte. Ist das nicht toll? Das passt eigentlich perfekt zu mir. So, wir werden jetzt ein bisschen rausgehen auf die Straße. Ich muss mich hier kurz durchglitschen, hier kann man sonst gar nicht rein. Und ja, draußen wartet ein schöner Mustang noch auf mich und dann werden wir ein bisschen LSPD-FR machen und ein bisschen Cops jagen in Strapse und Unterwäsche. Ist das nicht cool? Obenrum Polizistin, untenrum Stripperin, das ist doch super geil. Ich finde das richtig cool, richtig geiler Skin, gefällt mir. Wenn ihr den auch haben wollt, dann Link in der Videobeschreibung. Was ich auch cool finde hier in der Ego-Perspektive ist dann hier durch die Brille, ne, die Pilotenbrille, alles ein bisschen dunkler. Richtig, richtig nice. So, wir steigen ein in diesen Ford Mustang. Auch eine richtig geile Karre. Das ist eine Polizeikarre. Das ist unmarked. Ja, ich finde das irgendwie richtig cool, wenn man irgendwie so als Polizist mit so unmarked Karren irgendwie unterwegs ist. Und vor allem Mustang. Richtig, richtig, richtig geil. So, wir steigen da jetzt ein und werden da mal loslegen und gucken, was wir hier so machen können. Auch hier innen drin ist es richtig cool. Da drüben haben wir schon ein iPhone, das ja als Navi funktioniert. Und hier haben wir oben noch irgendwas Polizeimäßiges. Hier noch, glaube ich, um Geschwindigkeit zu messen oder so. Hier noch ein Bordcomputer. Also alles am Start, was man so braucht. Nur viel Platz ist halt hier eben nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann jemanden hier irgendwie neben mir verhaften kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht mit diesem Ford Mustang. Sonst werden wir halt ein anderes Auto mal versuchen. Ist ja kein Ding. So, wir laden mal ganz kurz hier das Ganze. Ah, warte mal, New Pad Recognized. Okay, dann gehen wir mal auf Force Duty. Dann müssen wir nicht extra in die Polizeiwache reinlaufen. Nö, dann können wir einfach hier das Ganze starten und schon ladet das Ganze. Ich habe auch Police Live S. Das heißt, man kann auch dahin gehen, um ja das Ganze so ein bisschen Roleplay-mäßig zu machen. Man kann auch Geld verdienen, man kann auch eine Schicht halt eben anfangen und so weiter. Das werden wir jetzt auch machen. Wir fahren jetzt direkt zur nächsten Polizeiwache und beginnen dann dort unsere Schicht. Eigentlich sind wir ja schon unterwegs, ja, als Polizist. Aber wir machen das trotzdem noch. Ich will das mal ganz kurz zeigen. Man kann dann noch mehr machen. Da kann man auch Geld abholen. Ja, man kann da auch die Kohle abholen. Ich glaube, das kann ich auch später machen. Ne, wir fahren jetzt einfach mal hin. Komm, wir fahren einfach mal hin. Ich will euch das kurz zeigen. Da kann man dann eben, wie gesagt, seine Schicht dann starten. Als, ja, ich habe noch keinen Namen für diesen Skin. Ich habe noch keinen Namen für meinen Charakter. Ich habe gedacht, irgendwie so strippende Polizei-Terror-Nutte. Ne, das passt irgendwie nicht. Das ist auch irgendwie feindlich. Ne, Polizisten-feindlich und Stripper-feindlich. Keine Ahnung. Gut. Was, wie soll ich das nennen? Police-Pussy-Stripper-Terror. Terror-Police-Pussy. Irgendwie sowas. Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas habt. Oder die Stripper-Tussi-Bulle-Zistin. Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Mir wird schon noch was einfallen. Wenn ihr irgendwelche kreativen Ideen habt, natürlich habt ihr mit in die Videobeschreibung, dann werde ich euch dann beim nächsten Mal so benennen. Ihr könnt mir ja da ein bisschen helfen, wenn ihr Bock habt. Ne? Aber ich denke mal, Stripper Police Pussy, das ist gut. Stripper Police Pussy, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein super Name, ist mir direkt eingefallen so. Und ja, ich werde ein bisschen hart umgehen mit den Kerlen. Ne? Die werde ich natürlich nicht verhaften. Ich werde die einfach alle töten oder vermöbeln oder irgendwie sowas. Werden wir dann mal sehen. So, hier kann man jetzt hin, da ist das Police Department. Aber ich werde den Hintereingang benutzen. Ja, wir mögen ja alle den Hintereingang. So, vor allem diese Polizeistripperin, die mag das am liebsten. So, hier nämlich kann man, wie gesagt, ja, die Schicht halt eben beginnen. Want to cancel your shift work? Nein, natürlich nicht. Wir legen ja jetzt gerade erstmal los und gehen jetzt in die Karte und warten, dass mal irgendwas passiert. Ich habe hier einige Callouts auch drin. Crazy Callouts, glaube ich, funktionieren mit dem neuesten Update gar nicht, was echt schade ist. Denn da kam einiges rein, aber vielleicht kommt das in Zukunft auch. Ich habe jetzt generell ein bisschen warten müssen für das neueste Update hier für LSPDFR, sonst wäre das auch früher gekommen. Und ja, es werden viele LSPDFR-Videos auf jeden Fall kommen. So, wir werden jetzt mal gucken. Assistance required. Okay, komm, dann fahren wir dann mal hin. Okay, accident is on Interstate 2. Okay, wie kann ich da jetzt hin? Wie muss ich da jetzt hin? If you wish to respond. Ja, ich würde gerne responden. Passt, 2 Kilometer müssen wir da jetzt fahren. Gut, dann fahren wir da jetzt mal hin. Es ist auch was Neues rausgekommen. Ich habe vergessen, wie das jetzt gerade heißt. Aber da gibt es halt eben auch Callouts auf Autobahnen, wo halt eben irgendwas passieren kann. Auf der Autobahn, ich glaube, das ist das, wo halt irgendwelche Autos irgendwie stehen bleiben oder irgendwelche Fracht runtergefallen ist oder keine Ahnung. Und dann muss man da hin und ja, sich das Ganze anschauen und natürlich auch regeln. Ich habe jetzt nicht alle LSPDFR-Sachen drin. Es gibt noch ein paar Sachen, die richtig cool sind.
die ich aber noch nicht habe. Muss ich noch gucken, dass da das alles dann noch installiert wird. Aber ich habe das nicht. Ich hatte keinen Überblick mehr. Es gibt so viele Sachen. Aber es macht einfach Bock, als Polizist hier mal rumzulaufen. Und mal ein bisschen die andere Seite kennenzulernen. Nö, ich finde das nice. So, 800 Meter. Das ist neu. Ja, das, wo wir jetzt hinfahren, ist neu. Das ist auf dem Highway. Denke ich mal. Es kann auch sein, dass irgendwie nur ein Typ, nur ein Bulle halt irgendwie von mir, Hilfe braucht und ich da einfach umsonst jetzt hinfahre oder irgendjemanden abholen muss oder irgendwer einfach nur Backup dem Typen da geben muss. Ich habe es ein bisschen schon gespielt gehabt. Aber nee, hier ist tatsächlich was passiert. Schaut mal. Hier ist tatsächlich was passiert. Seht ihr das? Okay. Talk to the officer and witness by pressing Y to gain information. Kein Problem, machen wir. Also da ist wirklich ein Unfall passiert. Das ist neu, das ist richtig cool. Mein erster Einsatz, meine erste Schicht und schon... Ey, du, hallo. Hallo, Mister. Was ist los mit Ihnen? Was soll die Scheiße? Können Sie mal stehen bleiben? Hallo. Okay, ich lass dich gehen. Ich lass dich gehen. Ist schon gut. Okay, macht, was ihr wollt. Ich bin nicht wegen euch da. Ich weiß nicht, wie ich die aufhalten kann sonst. Egal, schauen wir mal, was hier passiert ist. Es ist ein fucking Unfall passiert. Was ist da gewesen? Hier ist auch Abschlepper schon da, Polizei ist da, die Ambulance ist da, alles ist da. Da reden wir mal hier und schauen, was passiert ist. Wow, it's been a while since a crash happened here. What's going on? Officer, hey, hot action cop, you're right. No issues here a long time. Did you already make contact with the involved people? Nope, you're the higher ranked cop here. Please take care of it. Ja, natürlich bin ich die higher ranked. Ich bin die Oberpolizisten-Pussy. Ich mache hier alles. Gut. Also ich bin, glaube ich, Hot Action Cop, oder? Bin ich das? Egal, ich muss also reden mit den Typen und schauen, was passiert ist. Alter, der liegt auf dem Dach. Meine Fresse. Guck mal, der liegt auf dem Dach. Holy shit. Okay, denen ist ein bisschen weniger passiert, aber der liegt auf dem Dach. Wie bist denn du bitte auf dem Dach gelandet? Man, bist du vielleicht bekifft oder so? Wenn nicht, weil du schwarz bist, aber könnte ja sein. Was ist denn das? Ist das Franklin? Ne, sieht nur so ein bisschen aus wie Franklin. Mit wem kann ich denn reden hier? Hallo, kann ich mit irgendjemandem reden? Könnt ihr bitte mit jemandem reden? Irgendwie kann ich mit keinem reden. Seid ihr vielleicht alle irritiert, weil ihr so ein bisschen sexy aussehe? Könnte sein, ne? Okay, ich kann mit niemandem reden hier. Kann ich mit dir reden? Vielleicht Abschlepper ist auch am Start. Alles ist am Start. Hier ist noch Polizei. Was ist mit dem Typen? Bist du Zeuge? Du bist Zeuge, ne? Kann ich mit dir reden? Ah! Ich bin behindert im Kopf, ich habe die falsche Taste gedrückt. Tja, wenn man die falsche Taste drückt, seht ihr, was passiert? Dann ist alles weg. Ich bin behindert im Schädel, Mann. Warum habe ich auch X gedrückt? Man darf X nicht drücken, sonst entladet sich die ganze Scheißszene, Mann. Ich bin schon deppert im Kopf irgendwie, ja? Passiert halt. Okay, dann fahren wir halt zum nächsten, denn das ist 1, irgendwas Kilometer. Mal schauen, was das ist. Aber habt ihr das schon mal gesehen? Ja, das ist jetzt eben neu. Und ich hätte da jetzt eigentlich viel mehr machen können, aber ich Idiot habe auf X gedrückt. Sobald man auf X drückt, dann ist alles weg. Der hätte mir auch gewünscht, dass man für solche Idioten wie mich etwas einbaut, wo man davor gefragt wird, ob man das wirklich aufgeben möchte. Denn ja, man verdrückt sich halt schon mal sehr schnell. Ne? X und Y ist halt direkt daneben. Das ist direkt daneben. Egal. Officer, Police, Terror Pussy fährt zum nächsten Einsatzort und dann schauen wir mal, was mich dort erwartet. Was ich auch gerne wissen würde ist, wie man irgendwelche Leute aufhalten kann, während man zu Fuß unterwegs ist. Weil hier zum Beispiel kann ich halt, wenn ich fahre, seht ihr das? Dann kann ich halt eben denen sagen, okay, Alter, hier, bleib stehen. Mit dir habe ich ein Problem und dann kann ich zu dem hin. Ne? Ich weiß nicht, wie man das machen kann, wenn man nicht mit dem Auto fährt. Da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Das wäre aber echt cool zu wissen. Weil dann könnte ich auch ein paar Leute einfach so mal aufhalten auf der Straße. Aber ich glaube, das funktioniert irgendwie. Ist auch egal. Macht nichts. Wir fahren gleich dahin, 500 Meter. Ich weiß auch nicht, was das ist. Auch das ist, glaube ich, neu. Nee, ich brauche keine Hupe. Ist ja jetzt hier kein, wie sagt man das? Ich kann kein Deutsch mehr, Mann. Das ist kein Notfall, das wollte ich sagen. So, search for the potential hooker while remaining unnoticed. Ah, ich muss nach einer Nutte suchen. Ja, das ist kein Problem. Ich sehe ja selber aus wie eine Nutte. Ich bin selber auch eine Stripperin. Ich habe auch selber öfter mal Schwänze gelutscht, wo ich mal nicht Polizistin war. Also von dem her kenne ich mich ganz gut aus. Ich erkenne sofort Nutten auf 20 Kilometer, aber hier sehe ich irgendwie gar nicht. Was ist... Stopp! Stehen bleiben, du mit deinem Mini. Stehen bleiben. Du bist gerade voll in die Laterne gefahren. Bist du besteuert im Kopf? Bist du fucking besteuert im Kopf? Stehen bleiben. Was ist denn mit dir schief? Gib mir den Schlüssel. Gib mir deine Schlüssel, du Arschloch. Ja, damit... So, ich würde mal bitte gerne reden mit dir. Kann ich mal bitte reden mit dir? Hallo, ich würde gerne mit dir reden. Weißt du was? Bitteschön. Ich schmeiße dich halt raus. Nein, ein Auto will ich nicht haben. Wollte ich nur rausschmeißen. Wollte ich nur... Was?
Alter, ich werde geschlagen. Ich bin die Polizei, Mann. Wie kannst du mich verprügeln? Okay, weißt du was? Weißt du was, du Wichser? Ich hole meinen Schlagstock raus. Sei froh, dass ich mein Dildo nicht dabei habe. Dann würdest du den in den Arsch kriegen. Oh, oh. Oh, oh. Alter, was ist mit dir schief, verdammte Scheiße? Ich bin Officer Police Terror Pussy. Was ist los mit dir? Du fährst gegen den fucking Stangen und dann verprügelst du mich auch noch. In die Fresse, du Wichser. Leck meine Stiefel, du Schlampe. So. Meine Fresse, so muss man halt umgehen als Polizist. So muss das. So gehört sich das in Amerika. Nee, ich will nach niemandem gucken. Ich will nur die Scheiße denen ausmachen. Ich müsste das auch alles mal so ein bisschen konfigurieren. Okay. Ja. Ich sollte vielleicht jemanden holen, ne? Na komm, ich sollte vielleicht... Der... Was, die Befett... Stehen bleiben. Stehen bleiben. Bitte stehen bleiben, sie sind auf der Leiche. Sie sind auf der Leiche. Monsieur... Alter, der macht einen Burnout auf der Leiche. Bist du behindert? Stehen bleiben, Mann. Alter, was ist hier los in fucking Los Santos? Der überfährt einfach den Menschen, der auf der Straße steht, weil er es eilig hat, oder was? Seid ihr behindert im Kopf? Was ist denn los hier? Hallo? Du? Weißt du was? Raus. Was? Der fährt weg? Okay, okay, ist okay, ist okay, ist okay. Schon gut. Schon gut, ich beruhige mich wieder. Man kann es wohl nicht allen recht machen. Man kann nicht gegen alle irgendwas tun. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Noch funktioniert das Ganze auch nicht so, wie ich es haben will. Aber okay, ist okay. Wir suchen nach der Hude. Wir suchen nach der Hude. Wo ist die Hude? Hier irgendwo. Da ist die Hude. Okay, try to witness her entering a vehicle. Hoppala, da bin ich ein bisschen zu weit nach hinten gefahren. Wir müssen jetzt aufpassen, dass diese Hude uns nicht bemerkt und warten, dass irgendjemand einsteigt. Machen wir das mal. Wir warten einfach mal hier ganz unauffällig, dass die Hude einen Klienten bekommt. Schauen wir mal. Irgendeine notgeile alte Drecksau wird wahrscheinlich schon herkommen bald. Und sich einen Schwanz lutschen lassen wollen. Oder werden wir was dagegen haben? Der vielleicht. Der auf jeden Fall. Der. Der wird sein. Der wird einsteigen, oder? Nee, doch nicht. Der zweite? Auch nicht. Der dritte? Auch nicht. Okay, der vierte auch nicht. Tja, heute wird wohl nicht viel Lutsche Lutsche Ficky Ficky. Was ist denn los? Ich weiß auch nicht, wie die aussieht. Ich sehe es auch nicht. Ah, da ist einer stehen geblieben. Da. Der Sack ist notgeil. Der will ficken. Okay. Nichts wird mit Fickerei. Wir haben in Los Santos Bordelle, ja, da muss man sich offiziell anmelden. Sowas geht hier natürlich auf jeden Fall nicht. Man kann nicht hier eine auf selbstständige Prostituierte machen, das ist nicht möglich, das darf man nicht. So, ich muss jetzt da hinterherfahren. Ich muss da jetzt hinterherfahren und anhalten. Bitte stehen bleiben. Oh, Entschuldigung, ich bin hinten reingebumst, sorry. So, bitte stehen bleiben. Ist er stehen geblieben? Ich weiß es gerade nicht. Er ist stehen geblieben. Okay, er fährt aber noch ein bisschen vor. Er fährt, glaube ich, noch ein bisschen vor. Okay, dann bleibst du da vorne stehen. Approach Suspect. Machen wir jetzt mal so. Mal gucken, was die Scheiße soll. Natürlich gleich hier nicht die Waffe auspacken. Das ist natürlich nicht richtig. So. Gut, dann werden wir mal hier kurz fragen, wer das überhaupt ist. Carter Wolf, Freitag, der 26. Oktober. Ey, der hat den gleichen Geburtstag wie ich. Ich könnte dich ja nicht direkt wieder fahren lassen, ne? Am 26. Oktober hat er Geburtstag, ist auch ein Skorpion. Na gut, deswegen ist wahrscheinlich auch so notgeil und sexsüchtig. Ask for passenger setting. Hätte ich auch mal bitte gerne. Auch, das ist Jessica Wolf. Warte mal, kann das vielleicht sein, dass das eine Frau ist? Wir fragen mal ein bisschen. Bitte aussteigen, dankeschön. Why is this lady in your vehicle? Würde ich gerne wissen. Ist das eine Frau oder ist das eine Nutte? Würde ich jetzt gerne wissen. Falsche Taste. So, auf zwei. Well, she's my wife. Okay, dann würde ich gerne wissen, what's the name of this lady? Jessica Wolf. Okay, du bist ja auch Wolf, ne? Okay, wie alt ist sie denn? Sie ist 41 Jahre alt. Okay, da weiß schon einiges. Wohin geht ihr denn? Ihr geht nach Hause zu euren Kindern. Okay, wie lange kennst du diese Frau schon? Ah, seit gestern. Wo rennt denn der hier mir dagegen? Was? Was? Seht ihr das? Der wollte mein Auto stehlen. Bist du behindert? Bist du verdammt nochmal behindert? Du wolltest mein Auto stehlen? Der wollte mein Auto stehlen. Direkt tasern die Scheiße hier. So. Direkt tasern. Immer diese Schwarzen, die alle stehen wollen. Meine Fresse. So, du bist auch gleich getasert, wenn du so weitermachst. Meine Fresse. Okay, entschuldigen Sie, Sir. Es ist alles in Ordnung. Sie dürfen weiter... Okay, du darfst nicht... Die haut einfach ab. Warte mal, haust du einfach ab. Ach du Scheiße. Okay, der ist doch irgendwas am Hut. Der hat doch irgendwas. Am Hut, genau. Vor allem am Hut hat er irgendwas, ne? Irgendwas ist da los. Irgendwas ist da schief.
Irgendwas ist da schief, sonst würde der nicht wegfahren. Warum ist der weggefahren? Bitte stehen bleiben. Meine Tür ist weg. Ich bin böse. Meine fucking Tür ist weg. Jeder kann meine Stapse sehen. Ich bin böse. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Du kommst nicht weit. Du kommst nicht weit. Raus mit dir, du Schwein. Raus. Raus. So, gleich die Pistole hier rausnehmen. Raus. Raus. So. Okay. Passt. Stopping bitte. Und verhaften. Dankeschön. Also war das doch... What the fuck? Okay. Warum müssen immer alle weglaufen? Meine Fresse, ich habe einen Elektroschock und du kommst eh nicht weit. Nee, jetzt kommt auch noch eine Verfolgung dahinter. Ich habe gedacht, das ist wirklich seine Frau, aber anscheinend ist es nicht seine Frau. Oh, jetzt ist sie sogar gestolpert. Tja, blöd, ne? In die Fresse. So. Ich würde dich gerne verhaften, wenn es geht. End call. Das brauche ich nicht. So. Kann ich den jetzt verhaften? Kann ich dich? Der ist K.O. Okay, driver died after resisting passengers arrested lawfully. Okay, gut, ich habe den wohl getötet. Mein Schlag gegen den Kopf war wohl ein bisschen zu viel. I'm sorry, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Das tut mir leid. Das hat keiner gesehen. Ich bin eh von der Polizei, das ist in Ordnung. Wir dürfen das, wenn Unfälle passieren, dann passieren halt eben Unfälle. Ab und zu sterben halt ein paar Menschen, so ist es halt. Ja, ob gewollt oder nicht. Darf ich bitte in mein Auto einsteigen, danke? In mein Auto, bitte. Ich kann nicht in mein Auto... Nein, nicht... Nein, 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 in mein Auto, bitte. Mein Auto ist irgendwie... Ich bin durch mein Auto. Ja, wunderbar, das funktioniert ja bestens. Okay, ich spawn mir mal kurz ein neues Auto. So, Sekunde. Spawn, bitte. Nein, nicht diese... Ach komm, fick dich. Fick dich, OBS. Ich muss meine Tasten alle irgendwie neu anordnen hier in OBS, weil, ja, das ein bisschen hier... miteinander Probleme hat. So, dann steigen wir mal ein. Officer, Police, Terror Pussy ist wieder on the way. Und wir gucken jetzt, dass wir einen nächsten Auftrag reinbekommen. Vielleicht ist der... Oh, was ist das? Vehicles usual... Was? Usual occupants wanted. Oh, die sind gewanted. Die werden gesucht. Okay, dann brauche ich natürlich unbedingt hier Patrol Unit und auch SWAT Team und so weiter. Ne, ich brauche alles. Ich brauche alles. Auch eine Local EMS Unit. Ne, das brauche ich noch gar nicht. Das brauche ich später. So. Die müssen wir jetzt, glaube ich, töten. Okay, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ist er weggefahren? Da sind sie. Da. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. Bitte stehen bleiben, Alter. Bitte stehen bleiben. Danke. Ist er stehen geblieben? Ja. Okay. Approach the suspect. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passieren wird. Da bin ich mal gespannt, weil der ist, glaube ich, gesucht. Beziehungsweise, die sind beide gesucht. Okay, dürft ihr mal bitte einmal den Schlüssel haben, bitte, danke. Das wäre sehr nett. Damit die einfach nicht wegfahren. Oh! Oh, oh, der arme Messer. Ach du Scheiße, der hat ein Messer. Der hat ein Messer. Ach du Scheiße. Oh, der wurde überfahren. Danke. Das ist natürlich beste... Beste hier. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Oh, Scheiße. Bleib stehen, Alter. Okay, was heißt... Du hast nur ein Messer. So. Oh, 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 oh. Oh shit, oh shit, ich sterbe gleich. Verpiss dich! Hör auf! Oh scheiße, da ist noch irgendwas. Da hinten ist noch irgendwas. Alter, was ist hier los, verdammt? Wieso schießen denn alle? Da ist auch noch jemand am Schießen. Der läuft weg. Du läufst nicht weg. Officer Police, Terror Pussy wird dich holen. Hau ihn! Jawoll. Alter. Scheiße. Okay, aber es ist alles erledigt. Ach du Kacke. Okay, ich werde mal hier eine Local EMS Unit holen. Das ist wichtig, weil... Vielleicht überleben die ja. Was? Alter. Befährt er mich einfach. Befährt er mich einfach. Befährt einfach eine Polizei. Was ist los mit dir? Stehen bleiben bitte. So, komm mal raus hier. Komm mal raus hier, Lady. Du bist verhaftet. Du bist verhaftet. Lass mich überfahren. Komm, lass mich überfahren. Die nehmen wir mit. Und ins Auto kann ich die nicht tun. Das ist echt blöd. Ich brauche ein anderes Auto. Warte mal, ist das nicht ein Polizeiauto auch? Das sieht aus wie ein Polizeiauto, ne? Ah, nee, nee, das ist nur Licht. Okay, gut. Ah, warte mal, hier sind doch ein paar Polizeiautos. Hier sind ein paar Polizeiautos. Da. Da, seht ihr, ich kann also das nicht, ich kann den nicht in mein Auto platzieren, das ist blöd. Aber hier kann ich den platzieren, bitteschön, nimmst du sie mal bitte mit? Das wäre nett.
Ach du Scheiße, was ist hier los? Was ist denn jetzt hier los? Was wollt ihr? Was? Alter! Geht's euch noch gut? Alter, was ist hier los zum Teufel? Meine Fresse! Okay, auf jeden Fall, der ist jetzt mitgenommen. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Alles ist okay. Mal schauen, ob der noch den Typen da retten kann, eventuell. Auch wenn das nicht verdient hat. Auch wenn das nicht verdient hat. Moment, mein Spiel ist gerade am Hängen, weil mein Update-Programm einfach gemeint hat, ey, ich bin gerade wichtiger als deine Aufnahme. Gut, könnt ihr den retten, Jungs? Nee, keine Chance mehr, ne? Okay, die Scheiße ist tot, da kann man nicht mehr viel tun. Na gut, Leute, das war die erste Folge LSPD FR. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich hier noch installieren kann, falls ihr euch ein bisschen besser auskennt, oder generell noch irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Ideen, was ich noch machen kann, oder keine Ahnung, auf jeden Fall alles in die Videobeschreibung. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Ciao.